Ach Leute und herzlich willkommen in der achten Folge der Java Tutorial Reihe. Und in dieser Folge möchte ich euch einiges über Arrays in Java erzählen. Und ich würde sagen, wir fangen damit einfach mal ganz standard mit einem eindimensionalen Integer Array an. Ein Array ist im Endeffekt einfach nur eine Aneinanderreihung von Variablen. Sprich, wir haben zum Beispiel 10 Integer und möchten nicht jedes Mal schreiben int x1 gleich 2, int x2 gleich 3, int x3 und so weiter, sondern wir wollen das Ganze ein wenig kompakter haben und nachher auch natürlich dann einfacher zu bedienen. Dafür können wir eben diese Arrays benutzen. Das zu deklarieren ist eigentlich relativ simpel, fast wie eine ganz normale Variable. Wir schreiben jetzt hier zum Beispiel Integer. Und jetzt braucht ihr die Eckenklammern. Die findet ihr über der 8 und über der 9, wenn ihr Alt-Gr drückt. Und dann tauchen diese auf. Jetzt geht ihr einfach weiter und jetzt nennt ihr eure Variable, wie ihr sie nennen wollt. Ich nenne sie jetzt einfach mal Array. Jetzt haben wir ein Integer-Array definiert. Allerdings ist jetzt noch nicht klar, wie groß soll dieses Array sein? Sprich, wie viele Zahlen möchten wir nachher in diesem Array einspeichern? Um das zu machen, schreiben wir int Array, ich nenne es jetzt einfach mal 2, ist gleich. Und jetzt schreiben wir new int und dann die Zahl an Stellen, die das Array haben soll. Sagen wir mal 5. Jetzt haben wir ein Array 2, was nicht zugewiesen ist. Das meckert ja aber auch Eclipse auch schon rum. Und wir haben ein Array 2, was eben 5 Stellen hat. Das können wir jetzt einfach auch belegen, wenn wir jetzt zum Beispiel die erste Stelle im Array haben möchten und das soll, sagen wir mal, 10 sein. Dann schreiben wir Array 2, so heißt ja unsere Variable. Und jetzt schreiben wir wieder die eckigen Klammern und hier kommt jetzt die Zahl rein, also der Index des Arrays, also sprich, an welcher Stelle des Arrays möchten wir denn eingreifen. Wichtig ist, das fängt jetzt nicht bei 1 an, sondern wie üblich in der Programmierung gerne auch mal bei 0. Sprich, wir haben von 0 bis 4 den Index. Insgesamt ist das eine Größe von 5. Müsst ihr halt nachher bedenken, dass ihr eventuell immer einen abziehen müsst, weil wir normalerweise von 1 beginnen. In der Programmierung das eben nicht gängig ist. Schreiben wir jetzt zum Beispiel einfach mal Array 2 an der ersten Stelle, sprich Index 0 ist gleich 10. Und dann haben wir das definiert. Und das funktioniert auch ganz gut. Und jetzt können wir zum Beispiel einfach weitergehen. Array 2 von, sagen wir mal, 2. Jetzt überspringen wir mal die 1, ist gleich 42. Und Array 2 von 4 ist gleich 100. Wichtig ist, Array 5 können wir jetzt nicht benutzen, da wir einfach keine Index 5 in unserem Array drin haben. Da gibt es dann nachher eine Fehlermeldung, die wir probieren es einfach mal aus. Array 5 gleich 1000 oder 100. Genau, es gibt hier keine Fehlermeldung. Das sind zwei unterschiedliche Fehlererkennungen. Einmal die Fehler, die erkannt werden schon beim Schreiben in Eclipse. Und dann gibt es nachher noch die Fehler, die erkannt werden, wenn man das Programm ausführt, wie zum Beispiel auf Variablen zugreifen möchte, die tatsächlich nicht existieren. Das merkt dann das Programm erst, wenn es an diese Stelle geraten ist. Sprich, das gibt nachher einen Error, dann löschen wir das mal schnell wieder raus. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit Integern, sondern genauso gut auch mit Strings zum Beispiel. Das heißt, wir können jetzt einfach mal ein String-Array definieren, wieder ein eindimensionales, sprich, es hat nur eine Reihe an Zahlen. Und wir nennen es einfach mal Namen. Sagen wir ist gleich und das können wir jetzt auch relativ einfach definieren, ohne dann Namen 1 gleich Namen 2 gleich und so weiter zu schreiben, können wir jetzt auch einfach direkt die Namen hinter den String definieren. Das Ganze ist natürlich nicht ganz so dynamisch, aber es funktioniert auch. Dazu brauchen wir geschweifte Klammern und zwei Anführungszeichen, da es sich ja um String handelt und der erste Name ist Hans. Dahinter kommt dann noch ein Semikolon. Jetzt haben wir ein String-Array der Länge 1. Sprich, hier würde jetzt eine 1 stehen und Index 0 ist jetzt Hans. Jetzt können wir mit einem Komma getrennt weitere Strings dranfügen. Schreiben wir jetzt mal Peter zum Beispiel. Dann haben wir jetzt Peter. Jetzt haben wir generell den String
der Länge 2 und das hier, Peter, ist jetzt der Index 1. Und das können wir immer so weitermachen, zum Beispiel jetzt noch einen dritten Namen, David, jetzt haben wir ein Array der Länge 3. Um das jetzt einfach auszugeben, wenn wir nachher nicht mehr genau wissen, was wir geschrieben haben, können wir einfach zwischendurch mal sysout Namen Punkt, nicht Punkt, sondern hier die eckigen Klammern. Und hier können wir jetzt den Index einfach angeben. Wir wissen ja, Hans ist 0, Peter ist 1, David ist 2. Jetzt wollen wir mal David ausgeben, sagen wir mal Namen 2, führen das Ganze aus und sehen schon, David erscheint hier unten in der Konsole. Das funktioniert soweit. Kommentiere ich unser sysout mal aus. Und wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, irgendwer hat jetzt diesen String definiert, der ist voll lang und wir haben echt keine Ahnung, wie lang der ist. Jetzt länger als 3 in dem Fall. Damit können wir einfach zum Beispiel die Länge des Strings ausgeben, indem wir schreiben, machen wir das Ganze mal gleich in eine Ausgabe, sysout. Und jetzt können wir den String nehmen oder generell das Array. Wir können das genauso gut mit Integer Array machen und können nach dieser Zahl fragen, wie lange ist denn bitte dieses Array? Dann schreiben wir Namen, Punkt, Length. Ist eigentlich relativ logisch. Damit bekommen wir eben die Länge des Arrays zurück. Jetzt geben wir das mal aus. Es sollte 3 stehen und es steht 3 hier unten in der Konsole. Soweit, so gut. Kommentiere ich das Ganze nochmal aus. Und jetzt gibt es ja vielleicht den Fall, wir haben einen Array der Länge 5 definiert, sagen wir mal. Array ist gleich new int, oder machen wir es gleich mal ein bisschen länger, ist gleich 10. Und möchten diesem Array jetzt aber nicht manuell jedes Mal einen gleichen Wert zuweisen, da es sich zum Beispiel immer nur um 20er oder 25er Sprünge handelt. Das heißt, wir können das Ganze auch mit einer Vorschleife machen, da wir ja genau wissen, wie lange unser Array sein wird. Und eine Vorschleife braucht ja eine gewisse Laufdauer, die festgelegt ist, und die können wir eben mit dieser Array-Länge bestimmen. Wir haben ja 3 Parameter. Die erste ist ja klar, int i gleich 0, damit wir bei 0 anfangen. Ein Array fängt ja auch bei 0 an. Dann fragen wir, ob i ist kleiner als, jetzt haben wir unsere Array-Länge, also wir möchten immer schauen, ob wir noch einen weiteren Platz im Array haben. Wenn das der Fall ist, soll er das bitte ausführen, wenn nicht, dann nicht. Sprich, wir schreiben einfach Array.length. Jetzt wieder ein Semikolon. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dass wir noch einen weiteren Platz haben, wir sprich nicht am Ende des Arrays angekommen sind, dann führen wir das, was hier in dieser Vorschleife steht, aus. Jetzt wollen wir auf den Array-Platz. Es wird ja jeder einzelne Platz einmal aufgerufen. Und dann wird das mit diesem Platz, was auch immer hier nachher in dieser Vorschleife steht, durchgeführt. Und das können wir jetzt uns zu eigen machen, indem wir jetzt einfach schreiben, zum Beispiel Array von. Und jetzt wissen wir, wie ich gerade gesagt habe, wir gehen jede Stelle in dem Array durch. Sprich, wir müssen jetzt hier nicht 0, 1, 2, 3 schreiben, sondern wir können einfach i schreiben. Da haben wir ganz sicher jede Stelle im Array mit abgedeckt. Das heißt, wir definieren jetzt an der Stelle i im Array, sprich die komplette Stelle, der komplette Array lang ist gleich i mal 25. Das heißt, wir haben am Anfang 0 mal 25, dann haben wir 1 mal 25, dann haben wir 2 mal, 3 mal, 4 mal und so weiter und so weiter. Und das Ganze uns mal auszugeben, gehen wir mal sysout Array von i. Jetzt können wir genau überprüfen, was nachher für die einzelnen Arrays eingetragen wird. Wir fangen bei 0 an. I ist ja gleich 0, 0 mal 25 ist 0, 1 mal 25 ist 25 und immer so weiter und immer so weiter. Und hier unten sehen wir jetzt in unserer Konsole alle Werte des Arrays ausgegeben. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen einfacher handhaben, wenn wir einfach nur schauen wollen, was denn momentan in unserem Array drin ist. Das haben wir mit einer erweiterten Vorschleife. Da schreiben wir for, anstatt jetzt hier alles auszugeben, hier mit sysout println array i, können wir jetzt einfach schreiben for int, sagen wir mal t, das ist wieder einfach nur eine Variable, die wir festlegen, Doppelpunkt array. Das heißt, wir fahren jede Stelle des Arrays ab und jeweils die Stelle, an der die Vorschleife gerade ist, wird der Variable t zugewiesen. Sprich, t ändert sich bei jedem Durchlauf. T ist beim ersten Durchlauf 0, beim zweiten Durchlauf
also 25, beim dritten Durchlauf 50, so wie wir das hier definiert haben. Und jetzt können wir zum Beispiel einfach schreiben, hier sysout t. Mache ich das Ganze hier mal weg und wir sollten genau das gleiche Ergebnis wie vorhin bekommen, da wir einfach jede Stelle im Array abfahren. Die Variable t, das wird jeweils der Wert zugewiesen an der Stelle, wo das Array halt gerade ist und das geben wir dann einfach in unserer Konsole aus. Definiert haben wir das ja hier oben in unserer normalen Vorschleife. Jetzt gibt es allerdings nicht nur Standard eindimensionale Arrays, das lässt ja vermuten, dass es auch zweidimensionale, dreidimensionale, vierdimensionale und so weiter gibt. Die definieren wir einfach, wenn wir nicht nur eine eckige Klammerpaar hinten dran schreiben, sondern von mir aus auch gleich zwei oder so viele ihr eben braucht. Nennen wir das Ganze mal Array 2D. Ist gleich und die Definition wird jetzt ein bisschen komplizierter. Nicht viel, aber ein kleines bisschen. Wichtig ist erstmal, dass wir wissen, wir haben jetzt zwei verschiedene Stellen, auf die wir zugreifen können. Wir haben einmal, wie wir es schon hatten, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und hier haben wir auch nochmal 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und wichtig ist, wir haben jetzt für jede Stelle, sagen wir mal hier 0, haben wir hier 1, dann haben wir 2, 3, 4, 5 und wenn wir jetzt hier 1 haben, dann haben wir hier genauso wieder 0, 1, 2, 3, 4, 5, sprich das Array wird deutlich länger, können uns aber auch definitiv zunutze werden, da wir relativ einfach viele Variablen einspeichern können. Das können wir wieder wie hier oben, wie wir das gemacht haben mit unseren Strings, können wir das hier auch wieder ganz einfach zuweisen. Wichtig ist, wir brauchen jetzt zwei geschweifte Klammern. Einmal für generell unser äußeres Array zur Definition und dann wollen wir noch eine weitere geschweifte Klammer haben für die Definition der ersten Stelle. Sprich, das wird jetzt einfach mal 1,2,3 und jetzt definieren wir noch die zweite Stelle 4,5,6. Das müssen wir wieder in geschweifte Klammer machen, das habe ich gerade vergessen. Kurz nachholen und jetzt schließen wir das mit dem Semikolon ab. Und jetzt können wir ganz einfach nachfragen, was denn an, sagen wir mal, der Stelle 01 von dem Array 2D gerade so los ist. Da können wir einfach mal eine neue Variable machen. In x ist gleich Array 2D. Wie gesagt, wir brauchen jetzt hier auch wieder, wenn wir darauf zugreifen möchten, zwei von diesen eckigen Klammern. Und jetzt wollen wir mal abfragen, was ist denn 0 und 1? Was ist da momentan für eine Variable gespeichert? Geben das Ganze aus, sysout x, habt es nur gerade auskommentiert und sehen, es ist 2. Dann fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, warum ist das 2? Das ist ganz einfach deshalb, wir haben ja hier am Anfang die Stelle des Arrays, die befasst sich mit den kompletten Blöcken hier. Das heißt, das hier ist unser erster Block, das ist unser zweiter Block, dann haben wir, können wir von mir aus auch noch einen dritten und einen vierten dazufügen. Das ist die Stelle hier, die erste. Sprich, wir greifen hier auf den nullten Block zu, also in der Programmierung heißt es der nullte Block, und greifen in diesem nullten Block auf den Index 1 zu. Wir müssen, wie gesagt, wieder im Hinterkopf behalten, das hier ist 0, die 1 ist 0 und die 2 hat den Index 1. Das heißt, wir greifen auf den ersten Block auf die 2 zu, also hier auf Index 1. Das Ganze können wir jetzt zum Beispiel auch machen, indem wir auf den zweiten Block zugreifen. Dann schreiben wir Index 1 und wollen von mir aus die 6 haben. Das ist dann Index 2, da wir hier bei 0, 1, 2, also zählen wir eben hoch und wir sehen schon, wenn wir das jetzt ausgeben, kommt in der Konsole 6 raus. So, jetzt habe ich noch eine kleine Übungsaufgabe für euch. Ihr sollt ein Double Array der Länge 15 erstellen und ihr sollt jeder Stelle im Array den Wert des Indexes mal 2,5 zuweisen. Und nachher sollt ihr noch das Array mit einer vereinfachten Vorschleife ausgeben, sodass es nachher in der Konsole sichtbar wird. Das war es auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn irgendwas nicht verstanden wurde, dann gerne einfach in die Kommentare damit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, auch mit den Lösungen wieder wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.